Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Loot. Das erste Mal jenseits des Lichts gibt es jetzt hier gleich Loot. Ich werde alle Beutel einlösen, weil angeblich kann man die doch als einfach so einlösen, ohne dass man alten Loot aus der alten Season bekommt. Aber zuerst wird jetzt hier Varys gelootet, weil ihr habt ja auch schon ein Fest auf nach der Kampagne. Und zwar hier einmal Herausforderung Nummer 1, 8 Beutel abschließen, die habe ich jetzt gemacht. Die werde ich mal eben alle hier abgeben. Da gibt es natürlich dann auch EP. Man sollte deswegen halt dann den Geist wirklich einstellen. Einmal, wie gesagt, ganz wichtig, den Geist so einstellen, dass ihr hier halt dann hier erhöhte EP um 11% habt. Ja, dann müsst ihr hier halt eben den Geist komplett fertig machen. Dann 6 Plätze kostet halt eben hier blendendes Licht. Dann natürlich die geteilte Weisheit. Deswegen bin ich hier gerade noch einem Teammate, dem Hunter, gejoint, dass das aktiv ist, dass ihr da auch keine EP verschwendet, ist auch wichtig. Und dann haut ihr halt eben hier die Beulzüge raus. Ich muss mal gucken, die Herausforderung habe ich abgeschlossen. Dann gehe ich mal kurz zu Varix, gibt es nicht neuen Loot an. Lass Varix helfen. So, okay. So, Varix, hab ich doch. Was? Varix kann helfen. Nachwirkung abgeschlossen. Schieße die Mission Nachwirkung ab. Okay, das ist die nächste Kampagnenmission anscheinend. Das wusste ich jetzt nämlich auch noch nicht. Aber die kriegt man, wenn man das abgeschlossen hat. Okay. So, Sturz des Imperiums. Okay, 1880. Dann hier ist hier noch der verdammte Verderben. Ich vergesse Sektor gekommen. Sie. Hier, wenn man Solo spielt, kriegt man Exo-Schutz und Kerne. Das ist auch neu, aber auf 1250. Beutezüge habe ich bald abgeschlossen. Gibt es auch mächtige Ausrüstung bei Varix. Ja, und jetzt hau ich nochmal kurz die anderen Beutezüge alle raus und dann gehe ich auf den Turm und loote den ganzen Kram weg. So einfach ist das. Ich hau jetzt einfach alles raus. Ich habe alles von der letzten Season übrigens. Und ich hoffe mal, das klappt auch offiziell vor. Das klappt, habe ich Pech gehabt, aber es macht nichts. Wenn man noch andere schafft, dann spielen kann, glaube ich, alles weg hier. So. 14er Season lang erreicht. Ganz viele Sachen auch erreicht, fertig gemacht. So. Jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, jetzt auf den Turm zu fliegen. Das werden wir jetzt auch machen. Den Season-Rang werde ich da auch nochmal eben kurz zeigen dann. Jetzt habe ich hier alles abgeschlossen. Ich hoffe mal, gleich kommt auch der Loot raus, den ich brauche und nicht Low-Level, weil jetzt ab 1200 genau, warte, muss man eben lieben. Ich habe bis 1200er Power-Level, also Soft-Cap, habe ich halt im verlorenen Sektor Witwenhof gelevelt. Video in der Beschreibung. Wenn wir dann gucken. Und die Story habe ich jetzt auch soweit sehr weit gespielt, also Eram ist besiegt etc. etc. Seht ihr auf dem Channel ja auch. Da habe ich auch alles soweit fertig gemacht. Und jetzt geht es halt darum, halb bis 1250 zu kommen. Es geht aber nur um mächtige Ausrüstung. Und das heißt viel mächtige Ausrüstung farmen und erspielen. Und das dauert halt ein bisschen länger. Hier, was muss man gucken hier? Triumphe. Ist alles noch so neu, dass ich selber mich erstmal zurechtfinden muss. Aber man kommt halt voran. So, jetzt hoffe ich auch, dass es stimmt, dass man jetzt die Beutel abgeben konnte. Wenn nicht, dann wäre natürlich blöd, weil jetzt kriege ich nämlich sonst vielleicht Loot von der alten Season und Low-Level-Loot bis 1060. Das wäre richtig blöd. Aber das ist im Moment mein Char hier. Plus 5 Bonus hier einmal auf 1200er Power-Level. Habe schon ein paar höhere Level-Sachen gekriegt hier. 1203 habe ich gekriegt, sonst leider nichts Höheres, glaube ich. Ne? Müssen wir eben gucken hier. Kommen auch schon durcheinander hier mit den Power-Leveln hier ein bisschen. Ich habe nur eine höhere Sache gekriegt im Moment. Man sieht die anderen alle nicht. Das heißt, wie gesagt, ich hänge ein bisschen fest. Jetzt geht es noch mit mächtiger Ausrüstung weiter. Alles andere halt nicht. Werden wir jetzt mal den Loot einfarmen hier. Und danach, wie gesagt, geht es halt darum, dass ich dann halt in den Zielorten halt dann hier da die mächtige Ausrüstung weghole. Hier da zum Beispiel Spitzenausrüstung hole. Hier zum Beispiel mächtige Ausrüstung hole und Spitzenausrüstung. Das ist halt wie früher auch. Halt alles abgrasen. Leider könnt ihr mit den Taugus nicht mehr so gut leveln bei den einzelnen Charakteren. Es bringt nur was, wenn ihr diesen Char, den ersten Char, hoch gelevelt habt. Ihr seid sozusagen mit dem fertig. Dann könnt ihr halt auf einen anderen Char wechseln, dort die Waffen transferieren und dann trotzdem noch ein paar Taugus abgeben. Auch wenn ihr halt bei Zavada dann durch die Taugus halt 20 Power Level unter dem kriegt, was ihr ausgerüstet habt. Aber trotzdem zieht euch das dann im zweiten Char trotzdem ein bisschen hoch. Also lohnt sich trotzdem. So, jetzt wollen wir erstmal Zavada looten. Warte mal, ich kann erstmal eine Vorstellung gucken. Gleich noch zeigen, das ist 1200. Wie gesagt, und da müsst ihr halt in den Sektor gehen, das ist halt sehr wichtig. Das geht ziemlich fix. Das
wurde erstmal eine mächtige Ausrüstung. Dann kommen wir zum Ende noch den Season-Rang an und dann muss ich gleich wieder loslegen und losfliegen und weiter kämpfen. Gut, was du bist hier. So, Primus und Gramm ist auch nett. Hoffentlich gutes Level, mal gucken. Primus und Gramm übrigens immer sofort raushauen, wenn ihr eins kriegt. Ja, die Primus und Gramm droppen erst ab einem Power-Level von 1200. Früher droppen die nicht. Aber ihr solltet die am besten immer gleich raushauen, damit ihr halt gleich leveln könnt. Welcher Code ist das? So. Also, es funktioniert. 1203. Und hab Schuhe gekriegt, okay. Infundieren braucht ihr eigentlich auch noch nicht. Außer ihr wollt die Rüstung tragen, die ihr gut findet. Und das sieht halt eben so nicht schön aus, aber es geht halt erstmal darum, dass man vorankommt. Also, weiß ich, infundieren könnt ihr eigentlich ab 1250 vor. Lohnt sich das eigentlich nicht wirklich. Und ja, da muss man sich selber was zurechtfinden. Also, bis jetzt hat es geklappt. Also, der höhere Loot war auf jeden Fall jetzt da. Ob ihr es andersrum macht, ob ihr jetzt erst die Aktivität spielt, um mächtige Ausrüstung holt oder nicht, ist euch überlassen. Aber, sei vorsichtig. Ist mir fast egal. So, kann man so machen wie ich. Warum ich jetzt allerdings immer ein Primus und Gramm rauskriege, das verstehe ich gerade nicht. Aber auch Stahl muss geschärft. Beutzüge müsst ihr auch noch mitnehmen, wie blöd, geht gar nicht anders. Aufgrund halt, dass es nicht anders gewollt ist. Etwas, das du machst. Es geht immer noch sehr stark um Beutzüge, um EP sammeln. Welcher Code anders. Ist das? So, Umhang habe ich leider schon einen gekriegt gehabt mit leider schon einen drinne. Natürlich ärgerlich. Das ist halt aber dann einfach Blutpech. So sieht es dann leider aus. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Oh, da einen Bruchschutz gekriegt, das ist schon mal gut. Gut, dass du dich noch da rauswagst. Ja, gut. Den alten weghauen. So, nicht vergessen, hier ist was Neues. Hier könnt ihr nämlich bei exotisches Archiv. Hier könnt ihr nämlich Sachen kaufen. Müsst ihr mit Dreieck reingehen. Hier könnt ihr die. Ja, also Eroberungsbeute habe ich noch nicht. Muss ich noch kaufen, aber macht ja nichts. Aber hier kann man halt Sachen kaufen. Wenn euch die gefallen, kann man sich hier noch was zusammenfarmen und die kaufen. Wenn ihr eigentlich Sachen noch nicht habt, hier gibt es die jetzt. Könnt ihr euch alles anschauen und dann in Ruhe nochmal gucken, ob ihr was braucht oder nicht. Von Häkchen dran ist natürlich, habt ihr schon. Aber wie gesagt, sonst könnt ihr hier halt auch noch ein paar Sachen kaufen. Einige lohnen sich ja natürlich nicht, weil die gecapped sind auf 1060, aber wenn ihr trotzdem mit dem PvP mit spielen wollt, weil das bei einigen Situationen und so ja geht, dann könnt ihr die hier einfach kaufen und rausziehen. Also eigentlich ganz lustig für die Leute, die das nicht geschafft haben, die Sachen fertig zu bekommen. Eigentlich ganz angenehm, sagen wir es mal so. So, jetzt gehen wir noch da hinten noch Loot abholen. Zweimal. Und ja, dann geht's los. Tod, Strike spielen, Feuerprobe, Schmelztiegel, Gambit, überall dabei sein, überall drin sein. Aber man kommt gut voran, kann man ja anders sagen. Das ist schon ganz nice. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast so, Gaul ausgeschaltet, den Reisenden erweckt. Und jetzt hört man. Okay, auch das, was ich brauche. Es ist ja wieder auch Loot-Glück, ne? Ihr braucht halt, müsst ihr gucken, mal habt ihr Pech, mal nicht. Wie mein Char jetzt aussieht, ist mir eigentlich vollkommen egal. Das ist, die Aussicht hier oben, gib auf dich acht, ja? So, jetzt gibt es hier noch einmal Loot und dann gucken wir uns von den Season-Rang an und dann, es gibt noch so viele andere neue Sachen überall, das muss ich alles nach und nach zeigen. Da muss ich mich selber erstmal zurechtfinden. Das dauert alles noch, das geht nicht jetzt von heute auf morgen. Ich habe jetzt echt gut gespielt, lange gespielt, die Story durchgeboxt und die Story geht ja auch noch weiter. Aber ja, das ist auch anstrengend. Dazu sagen, ne? Das ist nicht nur Spaß, das ist auch anstrengend. So, Primus und Gramm, okay. So. Dann werde ich gleich auch nochmal was looten. Und zwar nämlich vom Season Pass die Rüstung. Aber erst will ich jetzt erstmal den Loot reinholen hier und dann werde ich das nochmal ziehen gleich. Powerbonus mal wieder plus 1. Auch gut. Kann. Sollen wir dann, wenn ihr den Char, den ersten Char fertig habt, dann transferiert ihr die Waffen zum zweiten und dann läuft das. Die Schaubilder für diese Struktur erfüllen mich nicht gerade mit Vertrauen. Aber ist halt leider so. So, dann ist mal weg. So, dann gucken wir uns erstmal kurz, obwohl, warte mal, doch, Season Rang. Gucken wir uns erstmal jetzt den Season Rang an. Und zwar, so, da könnt ihr natürlich gleich am Anfang die Kiste ziehen hier. Solltet ihr vielleicht nicht gleich am Anfang machen, sondern erst, wenn ihr den Cap erreicht habt von 1200, weil hier kriegt ihr nämlich dann einmal Dualität, dann den großen EP-Boost ist eh schon drin und die Rüstung, aber die braucht man mir alle mit 1201 gerade nur. Deswegen ziehe ich das, glaube ich, doch erstmal nicht. Aber hier einmal die Kiste, wo alles drin ist. Dann haben wir hier einmal Aufklärungsdaten.
Der eine Season-Rang ist für alle, der andere Season-Rang nicht für alle. Das sind dann einmal die, die Season Pass gekauft haben und die anderen halt nicht. Man kann natürlich auch damit natürlich auch gut umgehen und muss gucken, was man sich rauszieht und was nicht. Geht damit vorsichtig um, wenn ihr es noch nicht braucht. Die Sachen, die hier drin stehen, lasst die erstmal drin. Wie gesagt, das Power-Level zieht sich hier auch mit an. Und ihr könnt dann halt die Sachen rausziehen hier einzeln. Deswegen haut nicht gleich alles raus und holt das alles ab, sondern nur dann, wenn ihr es wirklich braucht. Sonst bringt es halt nichts. Erversum-Engramme gibt es natürlich auch schöne Sachen, wie man sieht hier, die raustroppen können, die man vielleicht noch nicht hat. Ja, da könnt ihr natürlich auch gleich loslegen und die raushauen und abholen. Und sonst halt die anderen Sachen hier. Dunstop könnt ihr nicht auch mitnehmen, macht auch nichts. Aber so andere Sachen hier. Hier ist der Finisher. Naher Schuss. Eigentlich ganz geil. Oh doch, der ist cool. Den können wir uns auch schon mal rausziehen. Die anderen Sachen, Rüstung und Gegenstände, müsst ihr noch nicht rausziehen. Da müsst ihr gucken, was ihr macht. Aufklärungsdaten, auch interessant. Nehme ich mal raus. Weiß ich nicht, was es ist. Brauche ich vielleicht noch. Ja, und dann müsst ihr halt hier gucken, was haben wir hier noch. Mal schauen. Teleport-Effekt. Pirscher-Ankunft. Okay. Wie gesagt, die Booster sind natürlich auch drin. Hier die Clan-EP-Booster, dass man geteilte Weisheit erhöht bekommt. Alles andere ist hier noch drin. Und ganz viel Glanzstaub. Hier ist noch einmal königliche Hetzjagd. Hier einmal die Waffe hier. Auf dem Gutsein wird sich zeigen. Aber ich gehe jetzt einmal kurz durch. Hier ist nochmal die Dualität. Wie gesagt, kriegt man gleich am Anfang, wenn man den Season Pass gekauft hat. Einmal hier die Schrotflinte. Sieht auch ziemlich nice aus vom Design her, kann man nicht anders sagen. Ob die gut ist, weiß ich noch gar nicht. Ich habe noch nicht gespielt. Die ziehe ich irgendwann nochmal. Ich bin jetzt nicht so ganz so hinterher, um echt zu sein. Ja, hier nochmal explosive Treibjagd. Einmal Granatenwerfer. Und ja, überall noch andere schöne Sachen. Hier einmal digitaler Cortex Geisthülle. Hier einmal. So sieht es einmal aus. Bei Rang 50. Und sonst, ja, hier exotischer Code wieder. Wie gesagt, das ist einmal Season Pass. Wie gesagt, einmal für Leute, die den Season Pass haben, ist unten, so viel ich weiß. Und ohne Season Pass ist oben. Aber das werdet ihr selber merken, was ihr ziehen könnt und was nicht. So, Hürdenlauf, Panzerhandschuhe, also Titanornament hier einmal. Sieht man so aus. Eigentlich ganz nice. Dann haben wir hier einmal Hürdenlauf, Beinschienen, Titanornament. Ja, geht auch klar. Sehr nach Gefallenen angepasst, sagen wir es mal so. Right Banner, hier haben wir einmal Hürdenlauf, Zeichen. Sieht auch einmal ganz okay aus. Hier noch überall Glanzstaub, hier einmal Aszendentenbruchstück. Hier einmal Hürdenlauf Panzer. Ja, doch, ist auch okay. Kann man alles tragen, sagen wir es mal so. Dann hier Feuerwappen, Transportmittel einmal. Ja, gut. Hat was, aber nicht wirklich Gutes, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier einmal kleiner Vogelgeste. Tja, das ist schon mal gut. Dann hier einmal Hürdenlauf Helm. Geht auch noch klar. Sieht auch nicht so schrecklich aus, wie ich gedacht habe. Siegerpose-Geste hier einmal. Okay. Hier nochmal Ornament Vorzeit für die Dualität. Sieht einmal so aus, auch ganz nice. Und hier nochmal 2000 Glanzstopp. Ja, das war der Season Pass. Songränge. Und ich würde sagen, geht kämpfen, geht looten, geht leveln. Sonst guckt auch in die Videobeschreibung bei mir hier. Und sonst kommen die Videos nach und nach. Wie gesagt, ich muss erstmal selber noch komplett orientieren und macht das, was an Aufgaben dasteht. Lest durch, was ihr machen müsst und dann, ja, sind wir dabei. Und ihr hoffentlich auch. Das ist mein Charakter auf 1207. Ist eigentlich ganz okay. Kann ich so stehen lassen, würde ich sagen. Bin ich mir zufrieden und ja, irgendwann das Feintuning kommt erst später. Und zwar nicht sofort. Ich habe doch irgendwas gekriegt hier. Was habe ich denn hier gekriegt? Achso, ja, den Finisher reinpacken. Verstauen, Favorit. So, nehmen wir den mal als rein. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.